Der Tempel des Feuers. Oder Feuertempel auch genannt. Oh nein, es gibt die Fledermäuse wieder in Feuerform. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie in dem anderen Tempel, der hier in der Nähe ist? In Dodongdos Cavern? Oder wie immer hieß? Verdammtes Vieh. So. Komm her. Warum nicht immer so? Geht doch viel einfacher. So. War die Tür offen oder zu? Dann gehen wir mal erstmal hier rein, bevor wir oben anfangen. Ach ja, diese Melodie. Die ist ein bisschen nervig, aber naja, egal. Na sowas, ein Goron mit den Dungeon-Schlüssel. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Ja klar, du bist schlecht, weil du Steine isst. Kein Wunder. Und Link hat so Appetit auf Goron, die ihn fast zermalmen. Wenn er die überhaupt anfasst. Ja, oh, sind diese Viecher wieder da. Oh, ich will hier weg, 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 weg. Und rein hier. So. Darunia, bist du das? Bist da. Bist du es, Toraxo? Tatsächlich, Toraxo. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Ich sag mal Chaos, aber weiß nicht warum. Er hat die infernalische Drachenkreatur Vivagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die ihn der letzte der alten Sage erwähnt findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Toraxo, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich diese Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Ach ja. Müde. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Toraxo. Du bist meine letzte Hoffnung. So, ja. Ich bin seine letzte Hoffnung jetzt, so. Und jetzt ist das Tor wieder zu, war klar. Oh. Von diesem ganzen Feuer wird man irgendwie ein bisschen schwungrig, deswegen hat man ein bisschen einen Schluck genommen. Und es wackelt auch so, und dann wird man ein bisschen, naja. So. Was machen wir nun? Wir müssen ja noch... Ah, das... Alter. Ist da ein Gorone? Ist das etwa ein Gorone? Okay, Durunia bittet mich, die Goronen zu befreien. Er steht da. Und da ist einer von seinen Gefährten. Warum macht er nicht einfach den Schalter runter und öffnet diese Kiste? Und dafür braucht er mich, ne? Unglaublich. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zur Tür zu gelangen, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Lauf, kleine Gorone, du bist frei. Aber niemals umarmen mich. Ein kleiner Schlüssel öffnet eine verschlossene Tür. Super. So, ab nach... Nee, nicht ab nach Hause, ab zum Eingang. So. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Mit diesem Schlüssel können wir vermutlich die Tür nebenan öffnen. Jawohl. Super. Und ich werde hier bombardiert. Schnell öffnen, öffnen, öffnen. Wo ist sie überhaupt? Da! Jetzt bleibt sie stehen, ne?
Ach ja. So, das sieht auch nicht besser aus als der Eingang. Ich dachte, schön, jetzt gibt's keine Fledermäuse. Was ist das hier? Oh. Hilfe. Ich hab vergessen, welche Taste es ist. Ah. Bist tot. So. Ich bin auch ein bisschen müde, aber ich will den Tempel durchmachen. Ich habe einfach Sauerstoffmangel hier drin im Zimmer. Und das Blöde ist, ich darf nicht lüften, weil sonst die Meerschweinchen sich hier erkälten. Das wird ich habe das gehört, dass man das nicht machen soll, weil bei Durchzug können sie sterben. Ja. Ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube, wir gehen mal jetzt hier lang, ne? Na, die Dokarina raus so in meine Fresse. Und ab in die Lava. Hui! Wir leben noch. Unglaublich. Aber jetzt müssen wir runter. Zu lange dürfen wir das nun auch wieder nicht machen. Alter, komm her! Geht doch. Alter, wie viel... Er ist weg. Ja, jetzt laufe ich... Und jetzt läuft Link genau nochmal einfach so um ihn drüber. Er verschwindet in der Lava und Link läuft einfach drüber, als ob da gar nichts wäre. Nur eine ganz, 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 ganz flache Stelle von Lava, ne? Ja, das ist logisch. Huch. Ach ja, stimmt. Das ist ja so ein Blöckchen. Da können wir wunderbar, wenn wir mal die Dinger treffen, die Vasen aufmachen. Geht auch. Super. Nein, ich will nicht. Lol. Ja, Link, treib's erstmal mit den Steinen. Ja, so ist es nun mal. Ach halt, wir brauchen die Hymne der Zeit. Oder wie man hieß. Ja, genau. Nein! Bäh. Nein! Na, was zum Teufel? Geht doch. So. Nee, halt. Ich hab's immer noch drauf. Ich weiß, wie es Lied geht. La, 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 la. Was? Die Bombe! Ich habe keinen Damage gekriegt. Ausgezeichnet. Ach, da unten war auch eine Tür, ne? Aber egal. Die holen wir uns nachher. Oh. Ah! Fliegende. Was ist das? Bodenplatten. Bodenplatten. Das gefährlichste überhaupt, was es hier in diesem Spiel gibt. Oh Mann, ich hasse das Vieh. Weil es kommt. Dann können wir ihnen ja eine Bombe zum Fressen geben, ne? Ja, ich. Wie ging das nochmal? Reinwerfen, ne? Besaut. Dann war's so, ne? Oh, ich hasse dieses Vieh. Das frisst immer Schilde auf. Oh. So viel Geld. Und dabei habe ich schon alles. Na egal. Du hast eine goldene Skulltule zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltule-Symbol. Super. Dass wir jetzt alle Probleme hier auf dieser Welt beheben. So, jetzt wollen wir mal runter hier, ne? So. Hymne des... Ach, der Hymne der Zeit. Ich hab's vergessen, was ich singe, ne? Ich spiele ein Lied und hab dabei vergessen, was ist das überhaupt für ein Lied ist, ne? Das ist logisch bei mir. Fertig ist ein Krone mit einem Schalter, mit einer Kiste, wo ein Schlüssel drin ist. Ne? Hab ich recht? Die Qualen haben mein Ende, ich bin frei. Onkel, lass mir dein Geheimnis anvertrauen. Wenn du die mit der Relikt der Krone zerstören kannst, klingen hohl. Wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst.
Ja. Er hat die Tür verwendet. Und da ist die wohlverdiente Truhe mit dem Schlüssel. Tada! Bin ich nicht gut? Ja, bin ich. Ich bin echt ein Hellseher, was da drin sein könnte. Was? Ach so. Ich dachte, da kommt noch eine Sequenz, wo er weiterläuft oder das Bild sich umdreht. Damit ich weiterlaufen kann, aber anscheinend muss ich weiterlaufen. So, jetzt empfehle ich erstmal hier auf die andere Seite zu gehen. Oh Mann, ich hasse diesen Raum. Er ist zu groß und so unübersichtlich, aber trotzdem kriegt man das irgendwie hin. So. Die wollte ich zerstören. Da ist was drin, glaube ich zumindest. Ist auch so. Da ist eine Tür. Da wird bestimmt wie ein Gerone drin sein, ne? Jawohl, ich bin so gut.